Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, es geht euch gut, trotz Corona-Krise. Hier die kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Reinhilde kam mit ihrem neuen Verehrer nachts vom Tanzen heim und Simon saß in seinem Versteck und hörte, wie die zwei sich über ihn lustig machten. Hoch aufgerichtet stand Simon unter dem Türrahmen, grau im Gesicht und doch ruhig beherrscht. Reinhilde war auf dem Schoß des Mannes gesessen und hatte ihren Arm um seinen Hals geschlungen. Nun sprang sie auf und starrte Simon in ratloser Verlegenheit an. Der Mann aber versuchte, der peinlichen Sache eine scherzhafte Note zu verleihen und fragte: »Ja, wo kommst denn du her, Simon? Bist du denn ein Heinzelmännchen?« »Nein, eher ein Hampelmann. Für euch wenigstens, wie ich jetzt weiß.« Er ballte die Faust. Reinhilde trat ihm erschrocken in den Weg. »Nein, Simon.« Er sah sie eiskalt an. »Was denn? Du meinst, dass ich mich an dem da vergreife?« Er schüttelte den Kopf. »Er kann doch nichts dafür. Du bist ja so schlecht gewesen und hast mich belogen und betrogen.« »Aber lass dir doch erklären, Simon.« »Erklären? Da braucht es doch keine Erklärung mehr. Ich habe ja alles gehört da draußen.« »Vielleicht habe ich auch Fehler gemacht, aber ich war zu schwerfällig für dich, wie der da sagt. Nur betrogen und belogen habe ich dich nie. Hier sind meine Schlüssel.« Er warf sie auf den Tisch, dass es klirrte. »Vielleicht kannst du sie ihm gleich geben und nach dem wieder einem anderen. Bei deiner Klugheit dürfte dir das nicht allzu schwer fallen.« Dann drehte sich Simon um und stürzte hinaus. Durch irgendein Geräusch wurde Simon aufgeschreckt. Jemand sagte: »Ich glaube, der schläft gar.« Er rieb sich die Augen. Vor ihm stand die Weberin und lachte ihn an. »Ja, tatsächlich, ich bin eingeschlafen und habe geträumt.« Er stand auf und streckte sich. »Und wie ich geträumt habe!« Der junge Tischlermeister Simon Burgstaller war nun schon den vierten Sommer wieder in Siebenzell, aber arbeitete bereits mit vier Gesellen, die er aus dem Lehrlingsheim mitgebracht hatte. Und, was das alles Neueste für Siebenzell war, er hatte drei Lehrlinge aus dem Dorf. Zum ersten Mal war die Möglichkeit gegeben, dass man in Siebenzell ein Handwerk erlernen konnte. Aber das war nur ein Anfang. Er hatte noch viel größere Pläne, so kühn und gewaltig, dass ein anderer davor erschrocken wäre. Bisher hatte er für eine große Möbelfabrik in Rheinland gearbeitet. Aber auch die Siebenzeller gingen jetzt nicht mehr nach Durmbach, wenn sie Möbel brauchten. Einmal so träumte er seinen kühnen Traum mit wachen Sinnen und Augen. Einmal würde er das halbe Dorf beschäftigen können, wenn ihm das Glück weiterhin treu blieb. Nur einer wusste von seinen Plänen, jener Herr Diepold, dem einst sein Vater den Weg zu seiner Jagdhütte gebaut hatte. Dieser welterfahrene Geschäftsmann hatte eine Zuneigung zu Simon, teilte ihm den reichen Schatz seiner Erfahrungen mit, gab ihm Ratschläge und wies ihm die Wege, die er gehen müsste. Manchmal erschrak Simon selber vor der Kühnheit seiner Pläne. Dann saß er halbe Nächte über seinen Büchern, rechnete und kalkulierte, überschlug die Umsätze, die von Jahr zu Jahr gestiegen waren und nun nicht mehr steigen konnten, weil eben die Werkstatt zu klein war, um mehr als vier Gesellen und drei Lehrbuben unterbringen zu können. Den Aufträgen nach hätte er 20 Gesellen beschäftigen können. Anzubauen hatte wenig Zweck. Gleich neu müsse er bauen, hatte Herr Diepold ihm gesagt. Und zwar gleich so groß, dass er in ein paar Jahren nicht schon wieder anbauen müsse. Die Möbelfabrik im Rheinland, für die er arbeitete, machte ihm ebenfalls das Angebot, dass er vergrößern solle, und bot ihm sogar finanzielle Hilfe an. Eines Tages war es dann soweit. In der Frühe eines Septembertages setzte er sich mit einer schon fertig gepackten Aktentasche in seinem besten Anzug an den Frühstückstisch in der Stube aus Lärchenholz und sagte der Gabi Weber, die ihm mit 19 Jahren ihren Haushalt führte: »Ich fahre jetzt mit dem Omnibus nach Durmbach und werde erst am Abend zurückkommen. Sollte angerufen werden, dann sag Bescheid.«
Die Gabi gab ihm Zucker in den Kaffee und schob ihm die Butter hin. Dabei sagte sie: Dann musst du auch ein frisches Hemd anziehen, Simon. Dies habe ich aber doch erst einmal angehabt am Sonntag, meinte er, worauf die Gabi nachsichtig lächelte. Du vergisst immer, Simon, dass du ein Herr bist und immer wie aus dem Ei geschält sein musst, wenn du irgendwo vorsprichst. Die Gabi war ein recht aufgeschlossenes und hübsches Mädel, peinlich sauber im Haushalt und unablässig bemüht, an sich selber zu arbeiten, weil sie begriff, dass dieser Simon der kleinen, bescheidenen Dorfwelt mit Riesenschritten davonlief und zu Höhen strebte, von denen sie nur hilflos zurückbleiben müsste, wenn sie nicht versuchte, ein bisschen Schritt zu halten. Es half nichts, Simon musste nochmals in seine Kammer hinauf und ein frisches Hemd anziehen. Dann ging er zur Omnibushaltestelle. Sein erster Weg in Durmbach war zur Kreissparkasse, wo er dem Herrn Direktor klipp und klar sein Vorhaben unterbreitete. Also passen Sie mal auf, Burgstaller. Sie sind mir äußerst sympathisch und... Danke, unterbrach ihn Simon. Ich kann zwar nicht allein entscheiden über diese hohe Summe, aber ich glaube, Ihnen mit 90% Sicherheit sagen zu können, dass Ihr Antrag durchgehen wird. 95% gehen nicht, lächelte Simon bezwingend. Also gut, meinetwegen. Wenn halt jemand für Sie bürgen könnte, wäre es besser. Damit kann ich aufwarten, Herr Diepold. Ein alter Bekannter meines Vaters steht mir gut. Erfreut streckte ihm der Direktor die Hand hin. Dann brauchen wir gar nicht mehr weiter zu verhandeln. Es ist so gut wie genehmigt. Nehmen Sie nur gleich diese Formulare mit und schicken Sie sie ausgefüllt wieder herein. Der Kreisbaurat sah sich den Plan an. Oh la la, sagte er und zog die dünnen Augenbrauen hoch. Das wird ja die reinste Fabrik. Der Plan war gut, er war geradezu glänzend und Simon wurde fast ein bisschen bang vor dem Gewaltigen, das nun auf ihn zukam. Aber dann sagte er sich, dass er es ja so gewollt habe und schickte die Gabi mit dem Originalplan, den Lichtpausen und den sonstigen Unterlagen zum Gemeindesekretär Stockinger, damit sein Bauvorhaben bei der nächsten Gemeinderatssitzung vordringlich behandelt würde. In dieser Gemeinderatssitzung sagte der Bürgermeister Langenthaler, dass der junge Burgstaller jetzt übergeschnappt wäre. Andere fanden das wieder nicht, aber der Langenthaler behauptete stur, das bricht ihm das Genick. Der hat ja einen Größenwahn. Und überhaupt, was brauchen wir hier in Siebenzell eine Fabrik? Das verschandelt ja die ganze Gegend. Und dann der Rauch, die ganze Luft wird verpestet. Von welchem Rauch? Forderte Planck, der seit einigen Jahren im Gemeinderat war. Ich sehe auf dem Plan nirgends einen Fabrikschlot. Es ist auch keine nötig, weil alles elektrisch betrieben wird. Naja, von dir verstehe ich es ja, dass du für diese Fabrik bist, brummte der Langenthaler. Dir kauft er ja das Holz ab. Und das nicht wenig, gestand Robert. Naja, meinte er dann, nachdem ja der Plan vom Kreisbauamt schon so viel wie genehmigt ist, bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als auch Ja und Amen zu sagen. Wenn er dann pleite geht, ist es seine Sache und nicht unsere. Als im neuen Jahr schon früh das Schneewasser von den Dächern fröhlich niedertröpfelte und die Moos sich wieder das erste Leben zeigte, wurde an diesem gewaltigen Bau weitergearbeitet. Während des Winters hatte Simon mit seinen Gehilfen in der kleinen Werkstatt bereits alle Türen und Fensterstöcke vorgearbeitet, damit überhaupt nichts ins Stocken gerate. Um diese Zeit war es, dass beim Zackerlwirt ein Faschingsball stattfand, den der Siebenzeller Burschenverein veranstaltete. Der Ball fand an einem Samstag statt und als die Maurer um 3 Uhr Feierabend machten, ging auch Simon in sein Haus hinüber, warf seinen mörbelbespritzten Janker im Waschhaus auf die Bank und ging in die gut geheizte Stube hinüber, in der die Gabi gerade Wäsche einspritzte, dann zusammenwickelte und in einen Korb legte. Immer wenn er so in die Stube trat,
leuchtete es in ihren hübschen braunen Augen auf, und es war ein Wunder, dass er es noch nie gemerkt hatte. Er lebte einfach so neben ihr her. Seine Einstellung zu ihr war die eines Bruders. Schließlich hatte er ja auch mal im Webelhäusel gelebt, auch wenn dies schon so lange her war, dass die Gabriele, wie die Gabi getauft war, mittlerweile 20 Jahre alt geworden war. Geheimnisse hatten sie nicht voreinander, wenigstens Simon nicht vor ihr. Sie war immer die Erste gewesen, die er in seine Pläne einweihte. Mit ihr besprach er es, wenn er Ärger oder Sorgen hatte. Und die Gabi konnte dann da sitzen, ganz still und mit staunenden Augen. Sie nahm innersten Anteil an seinem Höhenflug und drückte die Angst hinunter, die sie manchmal empfand, weil sie dachte, wenn er erst einmal oben sei auf seiner Höhe, würde er noch viel weniger merken, wie es um ihr kleines Herz stand, das ihm in Liebe und Verehrung zugetan war. Nein, davon hatte Simon wirklich keine Ahnung. Für ihn war sie einfach die Gabi, die für ihn sorgte. Freilich bezahlte er sie, gab ihr sogar mehr als ihr Zustand und hatte sie bei der Krankenkasse angemeldet, weil ja schließlich alles seine Ordnung haben musste. Diese immerwährende kleine Angst flatterte auch jetzt durch ihr Herz, als Simon ihr eröffnete, dass er heute Abend auf den Faschingsball gehen wolle. Vielleicht gar maskiert, fragte sie. Er dachte einen Augenblick nach. Eine schmerzliche Erinnerung rührte an sein Gedächtnis. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, ich hätte übrigens auch gar kein Faschingskostüm. Kannst du nicht den Waschkessel heizen, dass ich mich baden kann? Ich werde den Kessel gleich anheizen, Simon. Magst du jetzt Brotzeit machen? Und während sie dann den Kessel heizte und frische Wäsche für ihn herrichtete, musste sie immer wieder denken, ob er sie vielleicht doch noch aufforderte, mitzukommen zum Ball. Aber als es dann soweit war, als er schon fertig angezogen in der Stube stand, sagte er plötzlich, »Was habe ich denn davon, wenn ich hingehe? Ich bleibe daheim.« Weil die Gabi mittlerweile auch ihre Pläne gemacht hatte, meinte sie, »Geh, jetzt bist du schon angezogen und ein bisschen Ablenkung tut dir auch gut.« »Na also, dann werde ich halt doch gehen. Leg noch ein paar Briketts nach, wenn du heimgehst, und sperr gut zu.« Sie reichte ihm den dunkelgrünen Samthut mit dem Gamsbart. »Dann wünsche ich dir halt recht viel Vergnügen, Simon.« »Naja, ich lass mich überraschen.« Dann ging er eine halbe Stunde später, sperrte auch Gabi das Häusel ab und ging zu ihren Leuten heim. So, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. So, Katz? Ja, nicht viel darüber. Tschüss.